Und ein wunderschönen Willkommen zurück zu der wunderschönen Let's Play von die wunderschöne Ronny Bartmann mit dem wunderschönen Computer und dem wunderschönen Server und alles wunderschön. Rosa, rosa Ponyhof, la la la. Yay. So. Da kommt jetzt die offizielle Wir ziehen Umfolge von Wohnstube in Keller. Dann reißen wir die Bude oben ab und wohnen im Keller. Easy. So. Nee, das lassen wir erstmal alles da drinnen. Wir kümmern uns mal erstmal um das Zeug, was hier sowieso hier oben rumliegt. Was siehst du, normales Holz haben wir gar nicht mehr. Weißt du was? Einfach nur, damit ich die ganze Sache mal vorrätig habe. Werde ich mal. Ups, es ist dunkel, Berlin. Achso, wird gerade dunkel. Dann gehen wir erstmal schlafen. Anstrengender Tag gewesen. Tot. So, wir werden mal hier einen Baum fällen. So. Können wir das nämlich auch gleich mit einsortieren? Dann haben wir das quasi als Platzhalter. Da platzt mir der Kragen. So, das da ist. Einmal brauchen wir Holz und einmal. So, das war da und da. Sehr schön. So, Saplings packe ich einfach mal daneben hin. Wobei, nee, Saplings habe ich doch schon woanders. Saplings war noch hier hin. Warum eigentlich? Macht gar keinen Sinn. Dann kommst du da wieder raus. Weg da. So. Okay, Äpfel ist natürlich Obst. Ja, die ganzen Werkzeuge. Siehst du, Werkzeuge ist natürlich so was Typisches. Das kann hier unten rein in die Kisten. Werkzeuge werden wir so nie brauchen. Also, Quatsch. Werkzeuge kann man nicht in Dorwa legen. Genauso wie auch die ganzen Schallplatten. Schallplatte ist aber Unterhaltungsmedium. Unterhaltungsmedium würde ich hier gerne. Ach, Unterhaltungsmedium bleibt oben im Raum. Eine Platte können wir sowieso gleich direkt wieder einlegen hier. Später. Sonst beläppert er uns hier gleich wieder mit Musik. So. Rohfleisch. Da haben wir hier ein bisschen was. Also Gold. Warum haben wir das ver- oh, wow. So. Ich habe auch schon wieder zwei. Alter, was mache ich denn hier? Manchmal könnte ich mich echt selbst erschlagen, ey. Ganz ehrlich. Muss das mal reichen? So. Goldener Apfel kommt natürlich direkt neben Apfel. Er klopft jetzt nicht. Ist das gerade nicht wirklich passiert? Ich hasse so sehr mein Leben. Und einfach mal einen goldenen Apfel verschwendet. Ich meine, die haben wir eh geschenkt bekommen. Ja, und ganz ehrlich, auch nicht so wichtig, weil in der Praxis werden wir die eh nie brauchen. Aber trotzdem, was ist das für ein Mist, ey? Seit wann ist das so? So, am besten gleich mal die ganzen Lebensmittel hier wegpacken, bevor wir wieder Hunger bekommen und dann wieder alles vernichten. So, Steak kommt nach da. Du kommst nach da. Da unten kommt das, was wir nicht haben. Schade eigentlich. Keulchen kommt daneben. So. Ja, diese Kaninchen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie nennenswert Nahrung bringt. Ich pack's einfach mal dahin. So. Äpfel kommt nach da. Brot und. Achso, nein, da unten bitte. Brot und Getreide. Kekse kommt nach da, Brot kommt nach da, Getreide kommt dann daneben. Haben wir noch irgendwas in die Richtung? Kakao. Ja, Kakao ist aber kein klassisches Getreideprodukt. Ich meine, wie gesagt, Kekse gehört streng genommen auch nicht dazu, aber Kekse ist halt fast nur Mehl mit ein bisschen Kakao drin, deswegen kommt es um mit dahin. Das passt dann schon. So, Gold.
das Zeug, denn hier haben wir unsere ganzen schönen Ziegel. Naja. Wo komme ich her? So, Gold kommt hier in die Wertekiste. Das ist einfach, ja, ist eigentlich Müll. Ob wir das jemals für irgendwas brauchen können, ich habe keine Ahnung. So, Pilze kommt hier mit in die Fresskiste. Diamanten kommen mit zum Wertematerial. Das hier ist einfach nur Schunddarm. Das kommt hier mit hin. Fackeln ist eigentlich auch Feuer im Zubehör. Also kommt da. So, was haben wir noch? Stöcker ist Zubehör. Zubehör machen wir direkt in die Kiste unten rein. Oder nee. Das suchen wir später wieder, kommt hier mit zum Holz. So, das hier ist Wertematerial, kommt aber auch mit hier hinten zu dem Zeug, was wir wahrscheinlich nie brauchen werden. Weil Kompass und so haben wir jetzt schon und viel mehr brauche ich Redstone nicht. So, das hier ist wieder Kloderadatsch. Das ist wieder Feuer. Das ist wieder Holz. Das ist, ja, was ist das eigentlich? Ich sag mal auch Kloderadatsch. Werden wir auch nie brauchen. So, und Kakao ist natürlich wieder Lebensmittel. Das kommt, ja, einfach hier mit dran. So, dann haben wir ein bisschen Leder, zwei Sättel. Die Sättel können wir genau genommen auch hier mit in die Kiste schmeißen. Oder nee, die packen wir auch wieder mit nach oben. Die kommen wieder oben mit in die große Kiste mit rein. Ja, das hier ist ein Werkzeug. Hier haben wir noch ein bisschen Puder. Nee. Ach, Redstone. Nee, genau. Redstone. Redstone. Ja, sieht zwar eher aus wie ein Pulver als ein Stone, aber egal. Das sind Details. Die interessieren keinen. Dann war's. So. Gucken wir mal. Achso, die Leder habe ich noch vergessen. Egal. So, ihr kommt wieder hier mit rein. Das kommt wieder alles raus. So. Das hier ist Grünzeug. Grünzeug kommt mit in die. Na nee, ist eigentlich eher. Ja. Enderperle. Ich pack's mal hier hin. Eigentlich komplett useless. Ne, aber egal. So, die Pfeile sind eine kleine Ausnahme, weil Pfeile ist zwar eigentlich eine stackbare Sache, aber weil hier denn mit zu dem Pfeil und Bogen zählt und der Pfeil und Bogen ist natürlich dann nicht stackbar, packe ich die Pfeile auch mal hier unten mit rein. So, Kaninchenfell ist Kaninchen. Aber ganz ehrlich, brauchen wir Kaninchenfell überhaupt? Kann ich eigentlich direkt wegschmeißen, oder? Gut, ich mache mir hinten mit in die Kramkiste, in die. Nee, halt, wo war Krams? Doch, ja, ist richtig. Schon wieder. So, Wassereimer. Wasser ist streng genommen eigentlich. Naja, zählt eigentlich mit zu Lebensmitteln, weil das brauchen wir nur für Lebensmittel. Oder halt für Lava-Bekämpfung, aber ganz ehrlich, Lava-Bekämpfung ist halt. Ich pack's mal hier unten bitte in die Kiste rein. So. Gut, Leder ist jetzt auf jeden Fall. Hier würde ich das gerne mit hinpacken. Genauso wie Federn. Na gut, nee, Feder ist einfach nur Müll. Federn ist Schrott, brauchen wir nicht. Leder eigentlich auch nicht, ganz ehrlich, komm. Wer braucht Leder? Ich meine, ich bitte euch. So. Dann haben wir noch. Das hier kann man nicht stacken. Das kann man. Obwohl, doch, da kann man stacken. Flint, Feuerstein. Oh, Feuerstein ist natürlich auch noch mit hier mit rein. Gut, da kommst du mal raus. Du kommst da rein und du kommst hier extra. So. Aber hier alles, was mit Feuer zu tun hat, im weitesten Sinne. Okay, Glas ist genau genommen Baumaterial. Ich schmeiß Glas einfach mal hier unten mit rein, genauso wie die Tür und das Zeug. So, der Namensschild ist eigentlich. Pack's mal hier mit zu den Werkzeugen. In Hoffnung, dass wir das Ding da später wiederfinden. So, sonst haben wir hier nichts mehr drin. Perfekt. Und jetzt kommt hier das ganze. Ja. Gesteinsgedöns.
Was bist du? Ton. Da hätte ich auch noch ein Tönchen mitzureden. Ah, voll witzig. So, Wolle. Oh ja, Wolle, Alter. Wolle ist natürlich hier. Wir haben graue Wolle, wir haben weiße. Oh, haben wir braune Wolle? Nee. Gut, Erde kommt raus. Erde ist natürlich für draußen fürs Lager gedacht. Ach, hier haben wir sogar noch Eichenholzplanken. Ah. Gut, das hier bringen wir mal direkt weg. So. Und fliege das mal runter. Okay. Jetzt folgender Vorschlag. Hier hinten kommt einmal Andesite, Granit, Diorite und Ton hin, weil das sind so die vier Sachen, die so ein bisschen abfällig sind. Andererseits bekommen wir da auch sehr schnell sehr viel. Okay, komm, nee. Das ganze Zeug kommt direkt raus ins Lager. Weil da werden wir sehr schnell sehr viel bekommen. Das heißt, solche Sachen packen wir konsequent draußen hier ins Lager. Ins wunderschöne Lager. Und zwar hier. So, wum. So, Gravel ist auch sowas, was wir sehr schnell sehr viel bekommen. Haben wir noch gar nicht, okay. So, Holz wieder kommt unten ins Lager, wohl Holz, da sollte sich normalerweise nicht allzu viel ansammeln, wenn wir ordentlich spielen. Weil da produzieren wir ja immer nur so viel, wie wir auch brauchen. Das heißt, das kann ohne Probleme unten rein. Und zwar hier in unsere wunderschöne, bereits vorbereitete Kiste. Haben wir noch mehr im Inventar? Nö. Sehr gut. So, dann nehmen wir mal den ganzen Scheiß hier mit. Fichtenholzpflanzen. Was haben wir auch noch? Was war denn Fichtenholz hier? Kenne ich gar nicht. Das ist eine Fichte. Kann man das essen? Ich gucke gerade nach einem braunen Schaf, ob wir irgendwo mal ein braunes Schaf haben. Damit ich irgendwie auch mal an braune Wolle rankomme, aber es sieht tatsächlich nicht gut aus. Da hinten haben wir nochmal ein graues Schaf, bringt es aber nicht allzu viel. Hä? Da läuft unser Pferd rum. Wie ist es da rausgekommen? Warum läuft es da hinten lang? Oh, die Mauli. Dieses Pferd macht mich gaga. Wie ist es, was ist, Alter, warum läuft unser Pferd da draußen lang? Hier ist doch zu, oder? Er hat sich eiskalt durchs Gitter gepackt. Es kann darüber. Ja, okay. Ja, das war dumm. Das war mein Fehler. Das ist natürlich hier das Dümmste, was ich hätte machen können. Ich lass mal den. Ich glaube mal, solange wie ich das zum Abbauen brauche, kann man das mit Hand normalerweise nicht abbauen. Scheiß Gaul, du komm mal her jetzt hier. Was ist denn hier los mit dir? Ich glaube, hier hackt's. Du solltest das Heu fressen und nicht darüber springen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber eigentlich hatte ich halt so gedacht mit, naja, man packt das Heu ja in der Regel normalerweise gegen das Dingsherums da, aber ja, unser Pferd nutzt das natürlich direkt als Flucht. Ja, Potenzial. Das heißt, wir packen das Heu einfach hier in die Mitte rein. So. Ich hoffe mal, hier kann es nicht rüber. Aber so wie ich das Pferd kenne, obwohl er nee, ist ja anderthalb hoch. Das heißt, hier könntest du wirklich nicht drüber. Oh, was ist hier passiert? Ah, scheiß Gaul, du Alter. Das ist ja ein wunderbarer Traum, ey. Bist fisch. Wisst ihr, da packe ich hier alles in den Stall, was den Pferd glücklich macht. Aber nein. Das beschafft sie sich schon selber in der Wildnis. Oder er. Hab nicht nachgeguckt. So.
Ja. So, das heißt, Wolle packen wir dann mal hier hinten hin. Oder mach ich mal hier. Nee, du kommst doch raus. Da kommt dann die braune Wolle hin. Wenn wir dann irgendwann welche haben. So, Steingedingst. Stein ist eigentlich so ein Abfallprodukt. Das mache ich mal hier mit rein. Das werden wir so nur sehr selten anfallend haben. Genauso wie das ganze andere Scheiß, so wie das hier, das hier, das hier. Du Tropfsteinpflaster und so. Achso, jetzt soll ich dann. Ach, ich nehme jetzt mal alles mit hier. So. Gehen wir erstmal raus ins Lager. Erde. Ups. Er soll nach da, Kopfsteinpflaster nach da und genau. Kopfsteinpflaster. Erde. Sehr schön. Eigentlich könnte man es auch noch so einen Hund tamen und dann hier drinnen immer halten. Wobei ich persönlich eher so der Katzentyp bin. Ich würde also eher gucken, ob wir irgendwie mal eine Katze finden, die wir hier reinpacken können. Ne, hier fürs Haus, als Haustier quasi, ne? Wisst ihr schon, wie ich meine. So. Hier kommt man mit direkt. Und kommt man hier in die Wertekiste rein. Da. So, das ganze andere, wie gesagt, ist Kladradatsch. Wo ist Kladradatsch? Hä? Habe ich hier hingepackt? Oh ja. Wo ist das denn? So, Werkbank kommt da auch mit rein. Ist alles schon da, die wir nicht. Oh, siehst du, hätten wir nur zwei brauchen machen müssen vorhin. Ja, wie gesagt, hier ist alles, was komplett ungeordnet ist, was einfach nur Müll ist, in dem Sinne. Ich meine, das ist natürlich auch Müll, ja, aber hiervon wird mehr anfallen. Wobei, ganz ehrlich, hiervon. Ich lasse erstmal da oben, aber wie gesagt, das ist eigentlich alles, was etwas mehr anfällt. Und hier ist ja, sieht man ja immer so ein bisschen nur. Okay, hier war ein Fehler. Ach halt, das hier soll gar nicht rein. Das hier war eigentlich eher Überproduktion, aber gut. So, Sandstein. Sandstein könnten wir eigentlich auch direkt draußen ins Hauptlager packen. Aber da wird auch eine Menge anfallen. Gott, wie schnell es dunkel wird hier. Ich bräuchte im Lager auch mal Licht. Wobei, nee. So ein Draußenlager, da kommt kein Licht hin. Aber wir gehen mal ins Bett. Oh, gute Nacht. Ein wunderschönes Schläfchen. Ich brauche einen Absperrzaun, ey. Der fällt ja runter. So, genau. Ich pack's mal nach da. Ja. Nee, da kommt keine Fackeln rein. Fackeln im Lager. Da habe ich Nacht. Nacht habe ich da eh nichts drin zu suchen und tagsüber kommt da indirekt Licht rein. Von daher brauche ich da drin kein Licht. Okay, das heißt, die Kisten hier an sich haben wir fertig. Aber haben wir bloß noch das komische Glas und die Kaktus hier im Inventar und dann so Kaktus kommt mit zu den Obst und Gemüse da so rein und Glas ist eigentlich auch Müll. Komm, wer braucht Glas? Okay, dann sind wir mit dem Umräumen fertig. Yay. Sehr schön. Gut, dann machen wir mal hier direkt wieder ein bisschen Feldarbeit. Einfach weil hier schon alles lange überreif ist. Und dann würde ich halt gerne noch mal ein bisschen rumgehen, Dungeon suchen. Und zwar in die einzige Himmelsrichtung, in der wir noch nicht unterwegs waren. Und zwar straight in die Richtung. Quasi der Sonne entgegenreiten. Weil da waren wir schon. Ja gut, nicht sehr weit, aber da waren wir schon. Da haben wir versucht. Da hatten wir auch schon. Wobei da hinten haben wir beim Wasser immer beendet. Aber ja. So, hier lasse ich frei, weil hier so Durchgang. Andererseits, komm mal ehrlich. Fuck off. Hin damit. So.
Ist das laut, ey? Seit wann ist ein Stroh so laut? Ich meine, ist doch kein Glasstroh. Jetzt weiß ich doch gerade gar nicht, was essen Katzen überhaupt. Ich meine, Hunde könnten wir eh nicht tamen, weil für Hunde brauchen wir Knochen und die haben wir noch einfach noch gar nicht. Aber Katzen? Ich bin mir gerade nicht sicher, was Katzen essen. Knochen garantiert nicht. So, nehmen wir uns hier noch ein bisschen Bambus mit, dann haben wir alles einmal hier durchgeerntet. So. Doink. So. Hä? Hä? Was habe ich denn da gemacht? Manchmal könnte ich mich doch echt fragen, ob ich einfach Dachschaden habe. So, Feldarbeit abgeschlossen. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal ein paar Sachen in die Hand, wie zum Beispiel unser formschönes Schwert. Was brauchen wir noch für ein Dungeon? Eigentlich mehr nicht. Eigentlich bloß ein Schwert. Meine, wenn wir da unterwegs was finden, können wir nochmal eine Axt mit, hier eine Spitzhacke mitnehmen, aber eigentlich an sich lohnt sich halt nicht. Da brauchen wir eigentlich bloß noch Fackeln. Easy. Hallo? Achso. Hab gerade versucht, mit Rechtsklick rauszunehmen. Ja. Das tut so natürlich nicht funktionieren. Gut, dann stampfen wir mal unser Pferd. Wenn es schon wieder ausgebüxt ist, kann man ja nie wissen. Jetzt läuft es auf dem Stroh drauf rum. Easy. So, kommen wir mit hinein. Vorwärtsgang, vorwärts, vorwärts fahren. Stopp, halt, genau, bremsen, halt. Zieh Bremse an, Mädel. Aus mit dir. Ist ja schlimmer als hier Fahrschule jedes Jahr. Höher, du Gaul, du. Ach so, halt. Dorf, komm. Ich habe gerade überlegt, ob wir wirklich das Pferd nehmen, ne? Wenn man sich mal so, ne, an die letzte Folge erinnert, also an die letzte Folge mit Pferd meine ich jetzt natürlich, was da so passiert ist, ne, wenn man das Ganze noch mal Revue passieren lässt, dann sollte man es sich tatsächlich noch 5, 6 und 20 Mal überlegen, ob man denn wirklich nochmal mit dem Pferd losgeht. Ob man wirklich wieder durch die Welt teleportiert werden möchte. Da ist die Burg. Die Schloss. Die Pyramide. Pyramide, genau. So, da ist schon mal ein Kürbis. Okay. Uah. Boah, Alter. Vom Umgucken am besten immer erstmal hier, ne? Weil mit dem Pferd kann man leider auch nicht seitwärts laufen.
Echten Pferd würde das gehen, das ist kein Problem. Kann man den angewöhnen, kann man trainieren. Kann man wirklich, tatsächlich sogar. Ich meine, von sich aus können die zwar, soweit ich weiß, nicht. Also klar, die können natürlich seitwärts laufen, aber jetzt nicht, ne, also so als Dauerlösung jetzt die ganze Zeit komplett seitwärts laufen. Gut, andererseits können es ja Menschen auch nicht, von daher ist ja nicht so, wie als wären wir die ganze Zeit hier so seitwärts durch die Weltgeschichte galoppieren hier. Ist ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie das Gefühl, Dungeon-mäßig und so, ist hier echt wenig los. So, wenn man hier stehen, also wenn ich dich da stehen lasse, dann springst du wieder ins Wasser. Okay, springst du auch in die Höhle rein. Ach, das ist zum Kotzen. Na komm. Hier ist wieder eine kontrollierte Umgebung. So. Dann. Ja, und das rennt natürlich direkt wieder hier ins Wasser oder was hier ist. Keine Ahnung. Egal, machen wir nächste Folge. Pferde, ey. Tiere, Mobs, warum tut ihr diese? Bis dann.